Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich habe gerade offscreen dieses beschissene Level geschafft. Ich wollte eigentlich nur gerade trainieren. Hab's dann doch gerade bis zur letzten Schatztruhe gerade geschafft. Und wie ihr seht, der grüne Kristall, der grüne Edelstein ist unser. Wir haben ihn, einen der wichtigsten Gegenstände überhaupt, ist nun in unserem Besitz. Und damit können wir auch die erste Welt komplett, glaube ich, also besser gesagt, die erste Insel komplett abschließen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Entschuldigung, dass ich das jetzt offscreen gemacht habe. Aber ich musste mich so krass konzentrieren. Da wäre der ganze Part einfach stumm gewesen. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich das jetzt einfach ganz schnell mal offscreen gemacht. Und es hat funktioniert, Freunde. Guckt euch das an. Perfekt. Wir haben den grünen Edelstein bekommen. Wunderbar. Sehr gut. Und jetzt können wir alle Welten auf der ersten Insel nochmal machen. Das war auf jeden Fall genial. Das war schön. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Also das mit den Bonusräumen war ziemlich einfach. Auch mit den Plattformen ist es ziemlich einfach. Du musst einfach nur auf die eine raufspringen. Also du springst auf die eine rauf. Also in die Mitte. Diese VIP-Sachen meine ich jetzt gerade, weißt du? Wisst ihr? Du springst auf die Mitte, musst sofort auf die nächste rumspringen und dann hast du es geschafft. Und so kriegst du dann halt die ganzen, na, halt diesen perfekten Sprung hin, dass du nicht die ganze Zeit runterfällst. So, jetzt sind noch ganz schnell noch speichern. Deswegen geht echt nur ganz schnell noch speichern. Ich habe eigentlich gedacht, so, na gut, versuchst du es mal offscreen und so weiter und dann auf einmal hat es funktioniert. Es hat echt auf einmal funktioniert, dachte so, okay, ey, nee, das müsstest du eigentlich zeigen, aber leider, naja, habe ich schon alles geschafft auf jeden Fall. Weil er war natürlich auch ein bisschen ärgerlich euch gegenüber, tut mir echt leid, aber naja, ich werde jetzt die anderen Sachen auf jeden Fall zeigen. Tut mir echt leid. So, jetzt muss ich mal gucken, ob hier sogar das mit den, mit diesem, na, mit diesem grünen Edelstein gewesen ist, weil jetzt können wir natürlich überall hinkommen und müssen jetzt natürlich gucken, ob das hier gewesen ist. Ach, herzlich willkommen wieder mal zurück, natürlich zu Crash Bandicoot. Sorry natürlich, ich glaube, jetzt habt ihr auch alle abgeschaltet, weil jetzt habt ihr gesagt, nee, der hat es gar nicht gezeigt und der wollte das doch und so. Sorry, das ist nur die eine Sache gewesen, weil das hat mich echt geärgert. Das hat mich wirklich übelst geärgert, dass es das nicht geklappt hat, die ganze Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, probierst du mal schnell das halt auch halt offline. Und dass es natürlich dann funktioniert hat, das ist natürlich krass, hätte ich nie gedacht. Ja, da ist er. Die erste Plattform. Und hier ist dann auch die letzten drei, wie heißen sie jetzt? Die letzten drei Kisten. Und mit denen kann ich jetzt alles hier öffnen. Wunderbar. Einfach nur langlaufen. Brauche natürlich jetzt auch nochmal das Bonuslevel. Brauche ich nochmal. Das ist ganz wichtig. Darf ich nicht vergessen. Hier ein bisschen aufpassen. Warte mal. Ah, perfekt. Hahaha. Schön abgetroffen. Ja, ich habe 45 Leben insgesamt jetzt. Weil ich es die ganze Zeit probiert habe. Ich bin vorher oft gestorben. Musste nochmal alles von vorne machen und so weiter. Und deswegen habe ich auch die ganzen Leben jetzt auch gesammelt. Da waren ja auch diese Bonussache von dem Helfer war da gewesen. Das musste ich auch noch voll oft machen. Da kriegst du auch 6 Leben. Und also, ihr seht, ich habe mich jetzt sehr gut auch mit Leben voll gestopft. Jetzt kann ich auch alles wunderbar machen. Jetzt sterbe ich auch nicht so oft. Und wir sehen leider kein Game Over Screen. Ich weiß, ihr liebt es vielleicht, wenn wir bei mir auch mal ein Game Over Screen zu sehen ist, aber naja, wahrscheinlich werden wir das jetzt diesmal nicht sehen. Und wieder ein neues Leben dazu. Wunderbar. Und ich bin weg. Ja, die letzten drei Kisten, die weiß ich nicht, wo die sind. Und dann kriegen wir da auch natürlich auch noch den Edelstein. Juhu, den Edelstein, die Edelstein. Und damit ist es nur noch eine Kiste und die müsste da vorne irgendwo sein. Jetzt habe ich eine Kiste übersehen? Willst du mich verarschen? Wo habe ich jetzt eine Kiste übersehen? Bitte was? Ich hab doch alle Kisten eingesammelt, oder willst du mich jetzt ver... Das Spiel will mich jetzt gerade verarschen, oder? Das Spiel will mich gerade echt verarschen. Ich habe alle Kisten gesammelt. Ich bin zu jeder einzelnen Kiste gegangen, habe sie alle kaputt gemacht. Halt. Dann gucken wir uns noch mal ganz kurz mal um. Die Kiste kann ich nicht kaputt machen. Doch alle Kisten ge abgeschlossen. Hier war keine Kiste mehr. Oder musste ich irgendwo hochspringen?
Hier ist doch keine Kiste mehr. Dann gehen wir mal kurz mal hoch. Hier ist auch keine Kiste mehr. Hier sind die letzten. Hier waren die letzten Kisten gewesen. Ernsthaft. Oh, jetzt muss ich wieder ganz. Hä, bin doch nicht bescheuert. Hier waren noch. Ich habe doch alle Kisten gefunden. Auch ein Bonus-Ding habe ich alle geöffnet. Okay, das ist jetzt sehr merkwürdig. Wo habe ich denn eine Kiste übersehen? Moment, ich muss das Level nochmal machen. Das ist jetzt merkwürdig. Ich habe alle Kisten gesammelt. Nee, nichts da. Nochmal. Ich habe alle Kisten gefunden. Ich habe alle Kisten gefunden. Ich weiß, wo alle Kisten sind. Ich habe alle Kisten gekillt. So, jetzt zähle ich auch alle mit. Oder habe ich einen Bonuslaum vergessen? Nein. Da war ein Perfekt, das habe ich gesehen. So, also nochmal, dieses Level nochmal. Das ist immer das, das ist mal, was mich immer voll aufregt, wenn du so oft die Level nochmal machen musst, nur weil du eine Sache übersehen hast. So, da war nichts. Und die TNT-Fässer habe ich auch alle vernichtet. So. Jetzt nochmal. Also jetzt lad bitte, damit ich das nochmal alles sehen kann. Schneller, wir haben nicht so viel Zeit. Gut, hier sehen wir keine Kiste. Hier sind keine Kiste. 43 Kisten muss ich insgesamt zerstören. So, fangen wir mit der an. Das ist die erste. Die zweite. Die dritte. Ich glaube, ich habe das TNT-Fach vergessen. Ich habe das TNT-Fach vergessen. Och. Himmel, Arsch und Zwirn. Das gibt's doch nicht. Ich habe das eins der einfachsten Bonus-Dinger vergessen. Der Kisten vergessen. Jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal meine Freundin nochmal sammeln. Die Bilder meiner Freundin. Ich wurde damals so oft von diesen blöden Pflanzen zigtausendmal getroffen. Aber hier irgendwie noch nicht einmal. Ich sterbe irgendwie immer nur durch irgendwelche rollenden Steine oder durch irgendwelche anderen Mistdinger hier. Aber nie durch den Gegner. So, jetzt mal hoch. Zack. Hoch. Halt. Nein, nochmal bitte. Bitte hochfahren. Bitte fahren Sie mich hoch. Und zack. Nein. Ach. Crash. Würdest du bitte einfach mal ganz normal da hochspringen und die Sachen aktivieren? Dankeschön. Bitte hochfahren. Danke. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, ob oben bei den anderen Leveln auch noch so ein blauer Stein war oder war das ein anderer Stein? Mann, könntest du mal bitte da hochspringen? Dann da rauf springen? Jetzt fängt es hier in diesen Leveln an. Es ist noch nicht so schwer, da einfach auf so einer blöden Stahldinger aufzugehen. Hallo, Stahldinger. Stahl sind so eine Stahldinger, Stahlkisten. Da bitte einfach nur raufspringen. Ich weiß, du schielst ein bisschen. Aber das war jetzt auch nicht so schwer. Dankeschön, Crash. Du hast es geschafft. Du bist der Beste. Meine Nase kribbelt gerade. Das ist nicht schön. Das macht keinen Spaß. Wenn die Nase kribbelt, ist es scheiße. Hör auf zu kribbeln, du scheiß Nase. Lass mich in Ruhe, du blödes, komisches Vieh. Er hat mich voll erwischt. Warum? Weil ich blöd war. Jetzt hier perfekt einfach. Warte mal. Mann! Weil mich ein Mistviech getroffen hat. Zum Glück kann man hier sterben, ohne dass hier irgendwas passiert. Wollt ihr jetzt nochmal hochfahren? Ja. Ja, muss ich natürlich. Zack. Wieder ein paar Äpfel weggeworfen. Ist mir egal. Alle nicht. Ich will nur das haben. Mann. War da nicht das Bild von meiner Süßen drin oder sowas? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Jetzt hier einfach ganz vorsichtig. Perfekt. So, Kiste explodiere, Kiste explodiere. So, ihr seht, ich habe alle Kisten bis jetzt kaputt gemacht. Ich habe nicht eine übersehen. Blöde Mistviecher, ey. Lass mich da in Ruhe und du bist weg. Ich brauche keiner. Keiner liebt dich. Und das Bonusding. Perfekt. Rein geht's. Und der nächste Kristall gehört bald so gut wie mir. Yay. Crash, Crash, mach doch mal hinne, mach doch mal hinne, ich glaub ich spinne. Jetzt spring hier rauf und hol die Bonus-Sachen. Dankeschön und tschüss. Juhu, weg sind wir. Und ja, die letzten beiden Kisten
Die sind da hinten gewesen. Und dann habe ich alle gekillt. Und dann habe ich meine wunderbaren Edelstein. Einen Edelstein. Komm her, mein Edelstein. Weg da. Edelstein eingesammelt. Juhu. Damit haben wir schon 5 Stück. 28% abgeschlossen. Sehr gut. Yay. 29%. 100% will ich ja erreichen. Gut, dann haben wir dieses Level auch geschafft. Jetzt muss ich mal gucken, ob es in den anderen Leveln genauso ist, dass wir da auch noch was bekommen können. Ich hoffe es. Entschuldigung. Meine Nase ist so wieder so voll. Entschuldigung. So, das haben wir geschafft. Die Relikte kriege ich irgendwann später, glaube ich. The Great Gate. Da muss ich dann über die Plattform rüber. Okay, also das ist bis zum letzten Teil, also bis zur obersten Plattform, da ist das Ziel und genau davor ist nochmal so ein Kristall. Ich hoffe, das ist natürlich das, was wir dann suchen. Wenn du eine Baumplattform wirbelst, kannst du darauf springen. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? So, das mit diesen komischen Zeiten habe ich irgendwie noch nicht ganz verstanden, was das bringt. Das Krasse ist ja wirklich, du kannst überall Leben farmen. Kannst ja in jede einzige Welt nochmal zurückgehen. Und das mit den ganzen Edelsteinen und so weiter, das habe ich damals nicht geschafft, weil ich nie wusste, was ich darüber machen musste. Und warum die Kisten immer so wichtig gewesen sind, habe ich nie erfahren. Wirklich, das habe ich nie hingekriegt, habe ich nicht mehr verstanden. Hey, was will man eigentlich jetzt von mir? Ich habe doch das Level geschafft und so weiter. Warum sagt das Spiel, ja, du hast so und so viele Kisten vergessen? Jetzt haben sie es natürlich so gemacht, dass man es natürlich auch auf 100% natürlich hinkriegt. Dann haben sie natürlich auch noch die Trophäensache haben sie eingebaut bei Crash. Richtig cool. Die haben so viel eingebaut hier in dem Spiel. Ich habe schon wieder meinen komischen Ugalugalugalug verloren. Und dich brauche ich jetzt. Oh, da ist er wieder. Hey, du komische Pflanze. Also die Pflanzen waren auch mal stärker gewesen. Die waren übelst krass. Die haben genervt, die waren scheiße, die waren blöd. Und die sowieso. Die waren auch voll schwer. Also eigentlich müsste man jetzt wirklich auch noch sagen, okay, man bringt irgendwie mal das erste Crash Bandicoot so als ein Live-LP oder sowas. Das wäre cool. Oder irgendwie mal so den Vergleich zu ziehen. Ich finde ja es gibt ja ein Remake und zwar, das ist ja die Halo Master Chief Collection. Da hast du ja den ersten Teil bis, glaube ich, zum vierten Teil dabei. Und da siehst du wirklich den Unterschied, immer so wie die alte Grafik und neue Grafik. Das war ja auf Xbox gewesen. Vielleicht zocke ich das ja auch mal irgendwann mal so ein bisschen Halo oder sowas. Das wäre voll cool. So, jetzt einfach mal hier. Dumm, 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 dumm. Das ist nur eine einfache Aufgabe. Finde ich schön, die Aufgabe. Bom, bom, badum, 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 badum. Ah, die Aufgaben, das sind doch hier in diesem ersten Level so einfach. Ich weiß gar nicht, wie viele Level das überhaupt noch gibt von Crash Bandicoot. Es gab so... Also das Game ist eigentlich, kann man glaube ich sagen, ziemlich kurz. Aber trotzdem ist es cool gemacht. Auch die Grafik ist übelst. So, jetzt... Ah, nee. Das kriege ich noch nicht. Da brauche ich einen anderen Gegenstand. Die anderen beiden sind nämlich auf der anderen Seite. Okay. Da brauche ich... Ja, das sind die 8 Kisten, die hinter dem Ziel gewesen sind. Okay, dann kann ich den noch nicht holen. Da muss ich also erstmal weiter zocken. Alles klar, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal in die nächste Welt. Ich glaube auch das nächste, das in dem Wasserfluss, kriege ich auch dann noch nicht. Okay, alles klar. Dann holen wir die später. Machen wir erstmal weiter. So, Tempelruinen. Jetzt gehen wir mal rein. Ich glaube, das ist jetzt nicht... Ich hoffe, das sind die so schwer, das Level. Ich hoffe, das ist einfach, aber so wie ich ja die Welt, also wie es ja sagt, das Spiel kenne, das wird auf jeden Fall scheiße werden. Dir fehlen Kisten? Folge der Spur der Wumba-Früchte. Ach du Scheiße. Oh Gott, das wird ja richtig kacke werden. Ach du Scheiße, ein Tempel. Wir sind mitten in so einem alten Tempel, so mit Schlangen und so weiter. Oh, das sieht richtig cool aus. Also das Design gefällt mir jetzt schon. Aber das sieht ja mal übelst krass aus. An das Level kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Bom, 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 bom. Kiste zerstört. Das geht kaputt.
Checkpoint. Und hier darf ich natürlich, hier darf ich einfach so long laufen. Ich darf sterben bei dem Level, weil hier gibt es, glaube ich, keinen super krassen Edelstein, den ich brauche. Das ist nett. Dankeschön. Danke, Spiel. Du bist so lieb zu mir. Ich könnte dich küssen. Du bist einfach nur so großzügig. Du bist so lieb zu mir, Crash. Das ist so toll. Und wehe, du stirbst jetzt. Klasse. Checkpoint. Nee, doch nicht. Hä? Kein Checkpoint? Wieder Fledermäuse vor mir? Danke. Hättet euch mal ange... Das war knapp. Die könnten sich auch mal melden. Ih, eine Spinne. Ih. Na gut, die hat nur vier Beine. Die hat nur sechs Beine. Das war dann eher ein Weberknecht. Oder Weberknechte haben doch sechs Arme. Sechs Beine, oder? Haben die sechs Beine? Ich glaube ja. War das jetzt schon der richtige Weg? Ich will gerne mal zurück. Ich will mal ganz kurz gucken, irgendwie eine Cortex. Ah, das war der richtige Weg, okay. Das ist immer fies, wenn man nicht genau sieht, wo es dann weitergeht und wo es dann irgendwie noch ein Geheimnis sein könnte. Weil ich glaube, hier gibt es auch extrem viele Geheimnisse. Okay, eine Schale für Feuer. Und da ist wieder eine Schlange. Eine Schlange. Eine Schlange! Oh, die ist giftig. Schlangengift! So, zack, Feuer ist aus. Rüberspringen. Und zack, hier ist ein Checkpoint. Auch ein geiler Checkpoint. Ich spring natürlich total daneben. Hm, daneben. Hast du daneben bist du daneben gesprungen? Das tut mir aber leid. Oh, du armer Spuhu. Ledermäuse überall. Und wieder ein Akku Akku. Zack. Oh, das fällt runter. Jetzt habe ich gerade gepennt. Und schon wieder bin ich runtergefallen. Jetzt verliere ich wieder Leben, Freunde. Mann, ich habe ja nur 53. Yay, schon wieder die gleiche Stelle. So, jetzt nochmal. Alles war knapp. Jetzt falle ich so einfach runter, weil auf einmal das Ding mich runterzieht. Okay, alles klar, danke. Schon wieder runtergefallen. Keine Ahnung warum. Warum falle ich die ganze Zeit runter? Ich will keinen Akku haben. So, jetzt bin ich weg. Die Wand kommt hier. Warte mal, ich will mal sehen, wie es aussieht. Ich habe so viele Leben, das darf ich. Wir können ja einfach uns mal ein paar Todesszenen mal angucken. So zu viele Arten, wie man Crash sterben kann, indem er einfach mal runterfällt. Oder einfach so, ja, einfach in den Tod springt. Ja, so, ja, das müsste man echt mal zusammenschneiden. So und so viele Tode, wie Crash eigentlich sterben kann. Oh, das war wieder scheiße. Ich muss Geduld lernen. Ich muss in Geduld leben. Ich darf nie zu schnell springen. Ich wette, irgendwann ist das Spiel so nett, dass er uns dann sogar auch so den krassesten Akku geben würde. Okay. Akku, Akku. Komme ich denn da hin? Hä? Okay, wenn man nicht weiß, wo die ganzen Kisten sind, soll man ja immer der Apfelspur folgen. Der Spur folge ich auf keinen Fall. So, dann wieder mal der Kessel. Der Kessel ist aus. Wieder eine Plattform, die runterfällt. Wieder eine... Was ist denn das? Okay. Das ist ein bisschen verwirrend. Oh Gott, jetzt irgendwelche Säulen, die sich die ganze Zeit hier drehen. Musst du aufpassen, dass du nicht runterfällst. Ich spinne. Weil ich ein Weberknecht jetzt da fliegen. Wir drehen uns. Und da sind wir schon. Aussteigen, bitte. Wupp, und wieder ein Checkpoint. Nee, das ist einfach sowas. Aber ich sehe gar keine Figur, also gar kein Bild von unserer Frau, Freundin. Da sind wieder zigtausende Leben. Nehme ich gerne mit. Danke. Ach man, das gibt's doch nicht. Ey, schon wieder runtergefallen. Bei so einer Scheißstelle. Weg. Jetzt habe ich mir den Äpfel weggeworfen. Ich bin ja auch ein Idiot. Warum wirf ich denn meine Äpfel weg? Das sind gute Vitamine. Und ich springe natürlich volle Kanne ins Feuer rein. Hältst du denn gar nichts aus? So ein bisschen Feuer, das brennt zwar ein bisschen, aber nein, das tut doch nicht weh. Mensch, kannst du abhalten. Mach doch einfach das ganz normal. So. Und einfach ins Feuer springen. Warum habe ich keine Geduld? Naja,
Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Crash Bandicoot. Danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, im Tempel geht's dann hier weiter. Tschüss.